Ja, hallo und herzlich willkommen zu heutiger Ausgabe Let's Play World of Warships. Heute sehen wir dabei den Tier 8 Zerstörer Kagero. Eingesandt ist das Ganze vom Epic Vampire. Daher vielen lieben Dank an dieser Stelle. Und da sehen wir jetzt also auch schon das erste Schiff, das er da aufmacht, beziehungsweise da für sich entdeckt. Z-52 schickt er auch gleich die ersten Torpedos hin und Diogomo, die ist da ganz nah, da muss er richtig aufpassen, denn da ist nicht viel Distanz. Macht hier auch hier den Maschinenboost an, 5,4 Kilometer, da würde er aufgehen, also von dem her hat er da nicht mehr allzu viel Distanz dazwischen. Aber trotzdem, 5,4 Kilometer, das ist nicht allzu viel und man sieht, wie schön er den Gegner dabei aufmacht, ohne dass er selber aufgeht. Und auch in dem Fight jetzt Kagero gegen Yogomo sollte er das bessere Ende im Bereich des Schießens haben. Gerade auch, weil er den First Shot hat sozusagen. Der erste Gegner war leider vollkommen ins Wasser. Oh! Ja, und Z-52, den hat er mal weggemacht. Perfekt. Da reicht ein Torpedo. Und Tschüssikowski heißt da mit der Z-52. Da sieht man einfach auch mal, dass die Torpedos, die man vielleicht nicht erwartet, dass die immer gut sitzen, am Ende des Tages aber doch sehr kriegsentscheidend sein können. Guter Schuss, eher unerwartet, muss ich gestehen. Ich will mich vorweg einmal kurz entschuldigen. Es kann sein, dass ich mich vielleicht einmal irgendwie räuspern muss oder sonstiges. Ich bin leider immer noch an der schlimmen Männergrippe erkrankt. Und dementsprechend ist es noch nicht ganz so perfekt, die 10, 13 Minuten am Stück zu reden. Aber ich tue mein Bestes, ohne dass ihr da großartig da Probleme mit habt. So, jetzt ist er auf den C-Cap gefahren, um hier einfach auch den Cap aufzuhalten. Und wir haben ja gesehen, er geht im Zweifel sehr spät auf. Also da kann er auch ruhig mal reinfahren, ohne da jetzt großartig sich fürchten zu müssen. Ist aber jetzt entdeckt. Und da ist die Yogomo. Und wir haben gesehen, unter 4 Kilometer. Jetzt bin ich gespannt, was er hier macht. Erstmal gehen jetzt die Torps raus, bevor er überhaupt das Ballern anfängt. Und jetzt fängt er das Schießen an. Da hat er auf jeden Fall auch mal den D-Cap gesetzt. So, macht jetzt den Rauch. So, die Torpedos kommen jetzt an. Ja, und auch hier. Tschüssikowski, Yogomo. Also er entwickelt sich hier definitiv zum Zerstörerschreck. Die Torpedos von der Yogomo, die dodgt er hier sehr gut, hat hier frühzeitig gebremst und dieser Vierer-Fächer, der erwischt ihn erst gar nicht. So, er muss natürlich aber sehr stark aufpassen, denn er ist hier auf C unfassbar alleine. Er hat hier gar keine Unterstützung von niemandem. Er kann sich jetzt natürlich versuchen, den Cap zu holen, aber danach sollte er möglichst hier wegfahren. Und das pinkt jetzt auch an, dass er Unterstützung braucht. Definitiv hat er damit auch recht. Das ist wieder mal ein Beispiel hier, wenn ich das so sehe, für die schlechte Skalierung, das ich einfach schade finde bei World of Warships. Man hat hier einen Zerstörer, der ist höher als hier alles auf dieser Insel, also da müsste World of Warships für mich ein bisschen sich anders skalieren, aber nur mal nebenbei erwähnt. Weil die Grafik sonst einfach nach wie vor eine sehr schöne ist. Die Schiffe sind unfassbar geil animiert, aber wenn ich dann sowas sehe, dann denke ich mir nur so, Wargaming, wirklich? Ist das euer Ernst? Ab startender hier Modellflieger oder was? Naja, egal. Sei es drum, den Cap hat auf jeden Fall sich geholt. Der Smoke läuft jetzt aus. Und da Friedrich der Große 5,4 Kilometer, genau die Distanz, die er eigentlich nicht haben will. Und da gehen jetzt natürlich alle Schüsse raus. Hauptbatterien sind jetzt auch am Start. Wurde da schon ordentlich getroffen. Und jetzt haut er da natürlich ab. Friedrich der Große macht aber einen riesen Fehler. Der bewegt seine Partie so gar nicht. Also er ist eigentlich gerade ganz normal weitergefahren. Ja, dann schauen wir mal. Ein Torpedo sitzt auf jeden Fall. Ja, nur einer, da hat er Glück gehabt. Also ich dachte, da könnte jetzt mehr scheppern. Aber in dem Fall doch, in Anführungszeichen, nur ein Torpedo.
So, jetzt bleibt aber hier hinterhalb dieses Felsen. Oh, oh, oh. Jetzt kommt hier der gegnerische Flugzeugträger mit Bomben an. Aber Gott sei Dank alle Wasser. Hinterhin Friedrich der Große. Jetzt wieder natürlich ihn gesehen. Dementsprechend auch sofort hier die Schüsse raus. Aber er kommt jetzt hier weg. Ja, und ich denke mal, den C-Cap wird er jetzt da sausen lassen. Denn den kriegt er nicht mehr. Ist jetzt auch weiterhin offen. Macht jetzt mal den Maschinenboost an. Und da sind doch einige. Also das wäre natürlich schön, da reinzuhalten. Friedrich der Große bleibt da, aber nach wie vor an ihm dran. Lässt ihn dann noch nicht so wirklich wegkommen. Nebelwerfer gestartet. So, jetzt bekommt die Friedrich der Große da auch Probleme mit dem Flugzeugträger. Sehr schön. Ausgleichende Gerechtigkeit, so soll es sein. Wenn schon der eine seine Bomber schickt, dann soll der andere auch da ein bisschen mitmachen. So, jetzt kann er da hier entspannt zurücksetzen und draufhalten. Auch damit auch den Punkt natürlich verteidigen. Klar, Brände sind jetzt hier auch super schön. Wäre einfach nochmal mehr Damage für ihn. Aber aktuell brennt er einfach lichterloh. Ja, und auch wenn er jetzt da keinen Schaden macht, oh mein Gott, D-Cap ist D-Cap, gell? Na, da rappelt es jetzt ein bisschen und jetzt ist auch der Brand gestoppt. Vielleicht kriegt er jetzt immer wiederum gleich den nächsten Brand hin. So, jetzt probiere ich es da nochmal mit ein paar Torps. Aber ich denke, da wird gar nicht mehr so viel Torpedotreffer notwendig sein. Ein Brand wäre jetzt natürlich sehr schön. Auf jeden Fall haben sie alle drei Caps und nur drei Schiffe verloren bis dato. Der Gegner schon 7 an der Zahl. Das ist natürlich eine unfassbar große Differenz. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. So, jetzt setzt er da auch ein bisschen nach. Schade, dass keiner der Tops getroffen hat. Und man sieht, dass, wie man es teilweise unterschätzen mag, Friedrich der Große jetzt doch wieder mit 20.000 Hitpoints unterwegs. Das geht einfach so schnell bei den Schlachtschiffen. Unser Sieg ist in Sicht. So, jetzt setzt er danach, aber aus der Distanz alles gar kein Problem, denn der Gegner, der sieht ihn einfach mal gar nicht. Der kann jetzt hier weit den Gegner schön offen lassen, jetzt hier aus dem Hinterhalt agieren und einfach da den fiesen Zerstörer raushängen lassen, einfach mal so. Die Torps sind schwierig vorher zu sehen, ob die erste Salve, die er da gesandt hat, auch gut läuft. Schaut aus der Tendenz gar nicht so verkehrt aus. Ja. Ja, ja, doch. Und da sitzt der zweite, perfekt gemacht und weg damit. Sein dritter Kill und die Midway, die fasst ihm jetzt hier auch noch in die Arme. Also, das könnte jetzt gleich richtig schmerzhaft für die Midway werden.
So. Jetzt kommt die Midwayder immer näher. Muss natürlich jetzt hier aber auch auf die Bomber aufpassen. Denn die Bomber, die sind natürlich immer noch ekelhaft. Aber die gehen nicht für ihn. Das heißt, er kann sich da jetzt eigentlich nochmal meines Erachtens umdrehen und dafür gehen. Aber die Ibuki, auch die ist nah an ihm dran, aber auch fährt ebenfalls weg. Wobei das Team selber, ich wollte gerade sagen, ein bisschen knapp ist mit 6:3, aber hat... Oh, und hier der Torpedo hat gesessen. Und dementsprechend... Ich glaube, an seiner Stelle sollte er sich jetzt auf die Midway konzentrieren. Denn das ist einfach, ja, die Hitpoint-Pinata, die ihm jetzt hier entgegenkommt. So, und plötzlich ist da die Midway schon parat. Ja, und ich glaube nicht, dass die das so geplant hat. Wobei, sie ist aber auch perfekt auf den Rauch zugefahren. Und er stellt sich jetzt einfach wieder kackenpreis in den Rauch zurück. Denkt sich, alles klar, die Tops saßen. Warum auch nicht, hat noch 16 Sekunden. Aber, ja, da war es auch schon. Der Brand hat es da erledigt. So, die Torpedos, ja, die sind jetzt auch nicht das größte Problem. Hat es hier perfekt im Griff. Ja, da hat mich das abrupte Ende dann doch etwas überrascht. Daher jetzt die Abmoderation. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Schickt eure Replays. Euer Alcaramba.